Hallo, mein Name ist Daniel R. Schmidt, ich bin Geschäftsführer von D3S Media und ein weiteres Mal möchten wir uns in dieser Videoreihe mit dem Thema Ehrenamtliche auseinandersetzen. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind ein Spieltagskoordinator eines Vereins, der auf Ehrenamtliche angewiesen ist und Sie haben Lücken in Ihrem Plan. Beispielsweise können Sie eine bestimmte Arbeitsposition an einem Spieltag nicht ausführen. Nun rein intuitiv werden Sie Folgendes machen. Sie werden sagen, liebe Ehrenamtliche, du hast dich noch nicht für den Dienst am Samstag eingetragen. Könntest du bitte nicht noch? Hast du nicht? Kannst du mal? Hast du Zeit? Sehr, sehr häufig vergessen Vereinsverantwortliche, Spieltagskoordinatoren oder Ähnliches dabei aber die Perspektive der Ehrenamtlichen. Mit Sicherheit wird Ihnen kein Mensch krumm nehmen, wenn Sie einmal fragen, kannst du nicht, mir ist eine Lücke aufgebrochen. Vielleicht kann der Ehrenamtliche sie erfüllen, vielleicht kann er sie nicht erfüllen. Wenn Sie jetzt aber jede Woche kommen, und das passiert sehr, sehr häufig in deutschen Vereinen, wenn Sie jede Woche kommen und sagen, bitte, bitte, mach doch dies, bitte, bitte, mach doch das, mir fehlt hier ein Ehrenamtlicher, mir fehlt da ein Ehrenamtlicher, dann werden Sie ein Spannungsfeld aufmachen und vermutlich daran auch scheitern, das wie folgt aussieht. Der Verein hat einen Bedarf an bestimmten Kapazitäten, an bestimmten Arbeitspositionen, die er braucht, vielleicht auch im Rahmen der Professionalisierung in sehr, sehr größerem Ausmaß als bislang bestand. Und auf der anderen Seite einem Ehrenamtlichen, der von sich aus sagt, ja, ich engagiere mich für eine Sache, ich erkläre mich bereit, etwas zu tun und das freiwillig und ohne Geldeinsatz. Nun, bei allen Spannungsfeldern ist es so ein bisschen wie ein Kaugummi. Den können Sie so lange dehnen und ziehen, bis der irgendwann auseinanderreißt. Und das passiert sehr, sehr häufig in deutschen Vereinen. Der Spannungsbogen wird häufig überspannt. Daher mein heutiger Denkanstoß. Ehrenamtliche geben ihre Zeit freiwillig. Die sind vielleicht auch mal bereit einzuspringen, wenn irgendwie Not am Mann ist. Wenn aber Not am Mann ihr Dauerzustand ist, dann liegt das Problem nicht bei den Ehrenamtlichen und ich warne davor, dieses Problem auf die Bestandsehrenamtlichen zu verlagern. Denn die werden relativ schnell ihre Lust dran verlieren, wenn sie immer wieder angebettelt werden. Haben Sie eine konstante Unterdeckung im Ehrenamt, dann liegt das Problem auf Managementseite. Dann liegt das Problem beim Verein. Da muss er eine Kampagne machen und muss auf seine Menschen in der Region zugehen und sagen, wir brauchen mehr Ehrenamtliche, wir bieten dafür das und das. Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, gezielte Stellenausschreibungen für Ehrenamtliche. Auch das haben wir in dieser Videoreihe schon thematisiert. Daher. Wenn Sie Bedarf an Ehrenamtlichen haben und an Ihre Limits stoßen, immer wieder Kapazitätslücken haben, lassen Sie uns sprechen, denn dann wird es Zeit, kommunikativ nach außen zu treten und aktiv eine Akquise für Ehrenamtliche und Freiwillige zu starten. Wir sind auf jeden Fall an Ihrer Seite. Wenn Sie möchten, sprechen Sie uns gerne an und unterstützen Sie in der Kommunikation mit Ehrenamtlichen wie immer präzise, empathisch, zielgerichtet. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.